sichtbar und lebendig zu machen. Und unter www.deutscherseniorentag.de kann jeder dabei sein. Auch die nächsten Tage. Beim Lebendigmachen sind wir auf Sie angewiesen, auf alle, die zuhören. Seien Sie Botschafterinnen und Botschafter dieses Deutschen Seniorentags. Sprechen Sie darüber mit Bekannten, werben Sie für das Thema, stützen Sie das Bemühen, dass das Leben im Alter ein gutes Leben sein kann für möglichst viele Menschen in unserem Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und viele weitere Rednerinnen und Redner spontan ihre Bereitschaft signalisierten, auch unter diesen besonderen Bedingungen dabei zu sein, ist ein gutes Zeichen und macht uns Mut. Wir werden das gleich erleben, wenn der Bundespräsident zu uns spricht und bei den Veranstaltungen, die bis Freitagnachmittag in digitaler Form stattfinden. Bevor wir richtig beginnen, will ich als Vorsitzender BAXO ein herzliches und dickes Dankeschön sagen an alle, die über die letzten 1 bis 2 Jahre bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben. So lange dauert das, einen solchen Tag vorzubereiten. Das soll ja eigentlich eine Familienfeier auch sein, dieser Seniorentag. Also danke an die, die auch jetzt in diesen 3 Tagen mitmachen und helfen und unterstützen, überall in Deutschland. Aber auch Dank an die, deren Veranstaltungen nun nicht stattfinden können. Tut uns leid, schade, ein andermal. Mein Dank gilt dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, aber auch der Landesregierung Niedersachsen, speziell dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, von dem übrigens die Initiative ausging, dass der Deutsche Seniorentag nach 18 Jahren wieder einmal in Hannover stattfinden sollte. Besonderer Dank geht auch an die Landeshauptstadt Hannover, an die Region Hannover, die uns willkommen geheißen haben und in vielfältiger Weise unterstützt haben. Ich danke den Unternehmen, die den Deutschen Seniorentag als Sponsoren unterstützen, die uns in dieser Situation ebenfalls den Rücken gestärkt haben, auch in dieser schwierigen Situation. Das gilt im Besonderen für die Unternehmen Novartis und Pfizer, Herr Dr. Lang und Frau Clausen. Ich hätte Sie gerne hier persönlich begrüßt. Sie haben uns aber heute Morgen schon digital getroffen, darf ich sagen. In den Dank einschließen möchte ich außerdem die Unternehmen GSK, MSD und Sanofi Pasteur und das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, auch wichtig. Ich danke unseren Medienpartnern, der Hannoverschen Allgemeinen, der Neuen Presse und dem Seniorenratgeber. Nachdrücklich danke ich den Mitgliedsverbänden der BAXO, den 125, von denen die meisten aktiv an der Vorbereitung des Deutschen Seniorentags beteiligt waren. Und zwar nicht nur so lala, sondern, wie man das zu Recht charakterisiert, mit Herzblut. In der Stunde der Bewährung zeigt sich, wie stark und wie verlässlich die BAXO in ihren Strukturen ist. In einem großen Akt der Solidarität haben alle, denen das möglich war, innerhalb von wenigen Tagen die von Ihnen vorbereiteten Veranstaltungen ins Digitale überführt. Dass die Menschen